Herr Obmann, wie ist die Zwischenbilanz der Ziele, die Anzahl der Biobauern und die Größe der Bioflächen zu vermehren? Sie wissen ja, wir haben einmal eine Umfrage gemacht unter unseren konventionellen Kolleginnen und Kollegen. Und diese Umfrage war für Bio also sehr positiv. Aber auch mit dem Hinweis bei guten Bedingungen. Und Sie wissen ja, es waren ja, wir sollen sagen, sehr harte Verhandlungen im neuen Ölpool, da ist es auch ums Geld gegangen. Und wir haben Gott sei Dank noch etwas erreichen können, was man durchaus auch als positiv bezeichnen kann. Die Vorstellungen sind ganz woanders gelegen. Aber natürlich ist es so, dass also die Voraussetzungen, um auf biologische Landwirtschaft einzusteigen, ja auch unterschiedlicher Motivation sind. Nicht? Das eine ist, die eine Motivation ist, dass man bewusst ein anderes Leben, eine andere Bewirtschaftung seines Betriebes machen will oder einen anderen Weg einschlagen will. Eine andere Motivation ist also der wirtschaftliche Mehrwert, den man also mit der Produktion also erzielt. Und der dritte Motivation ist dann auch die gesellschaftliche Anerkennung bzw. auch die Abgeltung öffentlicher Güter, die man in der biologischen Landwirtschaft also auch erzeugt von der öffentlichen Hand. Das sind so diese drei Bereiche. Und wenn diese drei Bereiche gut zusammenspielen, dann bin ich ja heute noch also felsenfest davon überzeugt, dass wir eine sehr, sehr positive Entwicklung der biologischen Landwirtschaft in Österreich zusammenbringen. Da ist aber noch also viel zu tun. Die großen Lebensmittelketten sind voll in die Biovermarktung eingestiegen. Drängen Sie jetzt kleine Biobauern und Direktvermarkter aus dem Biomarkt? Je positiver sich der Markt entwickelt, umso mehr Platz ist für alle Beteiligten. Ich sage, wir müssen ja froh sein, dass die Handelsketten auch eingestiegen sind und damit sozusagen auch ein Marktsegment entwickelt haben, das es vorher nicht gegeben hat. Nicht? Also Nachfrage auch entsprechend generiert haben, die vorher nicht da war. Ja, die Direktvermarktung ist ja ganz ein spezieller Teil. Die biologische Landwirtschaft ist mit der Direktvermarktung groß geworden. Das heißt, der direkte Kontakt mit den Konsumentinnen, mit den Konsumenten ist da im höchsten Maße also auch hergestellt. Aber nicht nur die Direktvermarktung im Biolandbau, sondern auch die Direktvermarktung im konventionellen Bereich. Nicht? Das ist einfach dieses Face-to-Face, dieses persönliche Schauen, wie das produziert wird. Das ist etwas, was einfach eine große Bedeutung hat. Aber wenn man sozusagen Marktdimensionen erreichen will, die dann einfach sozusagen für einen größeren Teil der Biobetriebe interessant werden, dann ist man sozusagen, muss man über die Direktvermarktung hinauswachsen. Und das ist ja bei uns einfach auch gelungen in Österreich, dass man da dieses Marktsegment auch dadurch, dass der Supermarkt einfach eingestiegen ist, erweitert hat, das Bewusstsein dafür geschaffen hat und einfach gute Voraussetzungen auch für Weiterentwicklung geschaffen hat. Jetzt ist es natürlich so, dass gerade diese Entwicklung mit den Ketten auch Massenproduktion verlangt. In Deutschland ist es so, dass da schon sehr viele aussteigen müssen, weil eben auch diese Ketten und diese großen Vermarkter dementsprechend auch den Preis bestimmen. Wie ist das in Österreich? Da muss man vielleicht grundsätzlich einmal korrigieren, dieses Bild. Also wenn Supermarkt da ist, dann ist Massenproduktion. Jeder Biobetrieb in Österreich oder in Deutschland oder wo auch immer muss einmal grundsätzlich oder in der Europäischen Union muss also die EU-Bio-Verordnung einhalten. Das ist sozusagen das Fundament, auf dem jeder Betrieb produzieren muss. Nicht? Und das ist dann eine flächengebundene Produktion. Das heißt also, da haben wir schon Bedingungen, die also weit weg sind von einer industriellen Lebensmittelerzeugung. Ja?
Das ist einmal das Grundsätzliche. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch privatrechtliche Standards, wie es die Bio-Organisationen, wie es zum Beispiel also Bio-Austria hat, die also in Teilbereichen dann noch über die EU-Bio-Verordnung hinausgehen, weil das einfach den Bedürfnissen der Bäuerinnen und Bauern entspricht auf der einen Seite, aber auch abgeleitet davon den Erwartungen und Bedürfnissen der Konsumentinnen und Konsumenten. Das heißt, wir wollen ja eine Community sein, wir wollen eine Partnerschaft sein mit den Konsumentinnen und Konsumenten, und dann wollen wir auch also sozusagen das, was wir machen, also herzagen, das, was wir machen, einfach mit gutem Gewissen machen, und das, was wir machen, soll dann auch im hohen Maße den Erwartungen der Konsumentinnen und Konsumenten entsprechen. Also das kann sich der Konsument darauf verlassen? Auf alle Fälle. Dass wirklich auf auch, alle Fälle. Wenn er jetzt nicht das Händel persönlich kennenlernt oder seinen auf alle Fälle, auf alle Fälle. Persönlich kennenlernen kann, dass auch wirklich Bio drinnen ist, wo Bio draufsteht. Auf alle Fälle, ja. Der Markt hat sich eigentlich sehr breit entwickelt und der Großteil wird gar nicht in Österreich hergestellt. Sie haben aber auch gesagt, dass Sie schon auch in die Richtung gehen möchten, dass der österreichische Markt mit eigenen Erzeugnissen abgedeckt werden kann. Also im Grundnahrungsbereich decken wir den österreichischen Markt zu mehr als 100% ab. Ob das also im Milchbereich ist, ob das im Fleischbereich ist, ob das im Getreidebereich ist. Also da haben wir 100%ige, also eher über 100% Versorgung teilweise. Wo es also im Convenience-Bereich gibt, auch wenn es österreichische Firmen sind, so nehmen die natürlich auch die österreichischen Produkte her, österreichische Bio-Pizza. Gehe mal davon aus, nicht, dass der also das Mehl aus einem österreichischen Biomehl besteht. Also da kann man jetzt nicht sagen, nicht, also die kommen von ganz woanders her oder wie auch immer. Wir haben einen gut entwickelten österreichischen Markt, da sind wir stolz drauf, wir können den versorgen. Wir sind sogar so, dass wir auch schon, würde ich sagen, in verschiedenen Bereichen Exportambitionen haben, auch in Deutschland also gut Fuß gefasst haben, aber auch in Italien und in anderen Ländern. Also da sind wir eigentlich sehr stolz drauf, und so soll es eigentlich weitergehen. Nicht? Die Landwirtschaftskammer sieht im transatlantischen Abkommen auch positive Seiten. Und wie sieht das der Bio-Austria-Obmann? Europa ist in einer Situation, die es, sage ich mal, sehr verfänglich macht, also so etwas, so TTIP, ein transatlantisches sozusagen Handelsabkommen einzusteigen, weil die Erwartungen in puncto Wirtschaftswachstum, in puncto sozusagen Absenkung der Arbeitslosigkeit einfach sehr groß sind, meiner Meinung nach viel zu groß. Ja, aber das ist heute, wenn man beweisen kann, da können wir die Arbeitslosigkeit sozusagen hinunterdrücken und da können wir Wirtschaftswachstum generieren, dann ist heute fast alles möglich oder fast alles erlaubt. Und vor dem warnen wir, weil es gibt einfach, und das muss man ganz nüchtern feststellen, sozusagen die amerikanische Wirtschaft oder die amerikanischen Strukturen, ja, gerade auch im Lebensmittel, in der Lebensmittelbranche, im Lebensmittelbereich, nicht, unterscheiden sich extrem stark zu den europäischen. Und wenn man jetzt sagt, okay, dort sind die europäischen Standards und dort sind die amerikanischen Standards, dann muss man beide anerkennen, die amerikanischen Standards gelten also auch für Europa und vice versa die europäischen Standards für Amerika, dann haben wir sozusagen zwar extrem unterschiedliche Systeme, die sich am Markt sozusagen konkurrenzieren. Ja, und was für uns dann gewinnen wird, dass das also sozusagen mit höherem Risiko fährt, was also typisch für das amerikanische System ist, risikobasierter Ansatz. In Europa haben wir einen vorsorgebasierten Ansatz, nicht, ob das ein Sozialbereich ist, also bis hin also zu den Zulassungen im Lebensmittelbereich. Nicht. Das heißt also, man muss Untersuchungen über das Produkt ergehen lassen, dass das einfach dann weitestgehend klar ist, dass das also nicht gesundheitsschädlich ist. Nicht? In Amerika wird es zugelassen, nicht? Und es muss jemand also beweisen, dass das auch damit ein erhöhtes Risiko verbunden ist, erst dann wird es wieder vom Markt genommen. Also völlig unterschiedliche Ansätze. Aber ist eigentlich der amerikanische Markt und der kanadische Markt ein Zielmarkt für österreichische Bioproduktionen? Ja. Oder ist es nicht umgekehrt, dass genau Bio Produkte aus dem amerikanischen Markt einfließen? Wir haben einen sehr dynamischen europäischen Binnenmarkt für Bioprodukte. Ich bin jetzt nicht unbedingt sozusagen
darauf erbiegt, jetzt den amerikanischen Biomarkt zu erstürmen. Wir in Österreich überhaupt nicht, nicht. Wir sind ein sehr, sehr kleines Land, nicht, haben ungefähr zwischen 2 und 3% Anteil an der gesamteuropäischen Lebensmittelproduktion. Ja. Also als so kleines Land mit an sozusagen Spezialbereich Bio, wenn ich nicht anfangen, nach China zu exportieren oder noch in die USA zu exportieren, das eine oder andere Produkt mag schon sein, sehr hoch veredelt ist oder sehr innovativ ist. Ja. Aber da schaue ich mir zuerst den Binnenmarkt an, den europäischen, und schaue, dass ich also dort einen Fuß fasse. Aber die Strategie muss sein, den österreichischen Binnenmarkt im Biobereich viel, viel besser zu bedienen, als wir es jetzt machen. Österreich ist Bioland Nummer 1 in Europa, jetzt mit einer eigenen Biomesse. Uns unternehmen also andere Länder sehr große Anstrengungen, zum Beispiel die Bayern. Die wollen da einfach ihre Biolandwirtschaft verdoppeln, aber auch andere Länder. Das heißt, da gibt's eine Dynamik, aber es ist Bioland Nummer 1 in Europa, das eine eigene Biomesse einfach sozusagen inszenieren will, finde ich einmal eine sehr spannende Angelegenheit. Ja. Das ewige Thema ist und bleibt die Produktion und Preisdiskussion von Biomilch. Wenn ich nur ein Beispiel hernehme, nicht, also die Preisgestaltung auf der bäuerlichen Ebene für die bäuerlichen Produkte, die sind in allermeisten Fällen extrem eng sozusagen an den konventionellen Preis gekoppelt. Wir haben heute zum Beispiel eine Situation, dass es in Österreich viel zu wenig Biomilch gibt. Meine Grafenmilch kriegt man keine. Nicht? Und trotzdem ist dieser Milchpreis, der da gekoppelt an den konventionellen Preis. Die Russen nehmen jetzt weniger Käse. Im letzten halben Jahr ist der Milchpreis um 5 oder 6 Cent abgefallen. Ja, und netto der Biomilchpreis. Wenn man sagt, konventioneller Preis plus Zuschlag, und das ist dann der Biopreis. Das heißt also, wir haben also keine Preisgestaltung, die sich an den Biomarkt orientiert, sondern eine Preisgestaltung, die sich an den konventionellen Markt orientiert. Die Deutschen sind da schon ein bisschen weiter wie wir. Nicht? Die haben gerade im Milchbereich, wir haben da im Schnitt sozusagen einen Biozuschlag so zwischen netto zwischen 5,5 und 6,5 Cent. Nicht? Die Deutschen liegen aktuell ungefähr bei 15 Cent. Das heißt also, das ist eine Herausforderung, der wir uns einfach auch gemeinsam stellen müssen. Die Bauernvertreter, sprich wir, aber auch sozusagen die verarbeitenden Betriebe bis letztendlich auch hin zum Handel. In Deutschland springen immer mehr Biobauern ab. Ihr Wunsch ist es, die Biolandwirtschaft in Österreich zu verdoppeln. Ja, wir haben, wie gesagt, eine Umfrage gestartet unter konventionellen Kolleginnen und Kollegen, und bei einer vorsichtigen Hochrechnung haben wir festgestellt, wir könnten die biologische Landwirtschaft verdoppeln. Wenn wir alle daran arbeiten, ja, die Politik, die Wirtschaft und die Bauern, ja, dann werden wir mit Sicherheit dort hinkommen. Und das hätte sozusagen nicht nur, dass wir mehr biologische Landwirtschaft, mehr Produkte hätten, das hätte allgemein sozusagen für Österreich mitten in Europa noch einmal einen besonderen Impuls, der sich tief hinein gesellschaftspolitisch, aber tief hinein wirtschaftspolitisch und tief hinein sozusagen in die Agrarpolitik ausbreiten würde. Und der uns mit Sicherheit ja, eine Position in Europa geben würde, wo einige zu uns kommen würden und sich das abschauen würden und sagen, also wie haben die das geschafft?